richtigen Griff anwenden. Eine Hand greift hier am Ärmel. Der Anzug hat immer eine Naht und dort kann man besonders gut greifen. Mit der anderen Hand greife ich am gegenüberliegenden Revers, nicht auf der gleichen Seite, sondern auf dieser Seite. Nun kann ich ihn sehr gut bewegen. Ich kann ihn zum Beispiel schieben oder ich kann ihn ziehen. Wichtig bei diesen beiden Bewegungen ist, dass ich aufrecht bleibe. Das hier ist falsch. Ich darf mich nicht nach vorne beugen oder, wenn ich ziehe, mich nach hinten lehnen. Immer aufrecht bleiben bei der Vorwärtsbewegung und auch bei der Rückwärtsbewegung. Wenn ich ihn im Kreis bewegen möchte, muss ich dies über den einen Arm einleiten. Hier zum Beispiel ziehe ich am Ärmel und er bewegt sich kreisförmig um mich herum. Wenn ich auf der anderen Seite ziehe, bewegt er sich in die andere Richtung. Dies ist wichtig, um den Partner zu steuern.